Truppenübungsplatz Königsbrück bei Dresden im Januar 1942. Eine neue Infanteriedivision wird zusammengestellt. Sie erhält die Nummer 384. Sie soll an der Ostfront eingesetzt werden, zur Verstärkung der Heeresgruppe Süd, der im Frühjahr und Sommer die wichtigste und schwerste Aufgabe im deutschen Krieg gegen die Sowjetunion gestellt wird, die Eroberung der Ölfelder im Kaukasus. Wie jede Infanteriedivision erhält die 384. hier in Königsbrück ihre Sollstärke von über 16.000 Soldaten. Sie kommen aus Sachsen, Schlesien und Österreich. So stammt jedes der drei Infanterieregimenter aus einer Provinz. Fast alle erleben ihren ersten Fronteinsatz. Es sind sehr junge, gerade erst ausgebildete Soldaten und ältere, sogenannte UK-gestellte Männer. Sie galten bis zu diesem Zeitpunkt als unabkömmlich, da sie in der Heimat gebraucht wurden für Rüstungsindustrie, Handel, Landwirtschaft, Presse, Rundfunk, Kultur und Forschung. Wäre der Ostfeldzug so verlaufen, wie Hitler ihn gewollt hatte, wären also Leningrad und Moskau vor dem Wintereinbruch 1941 gefallen, dann wäre kaum einer dieser Männer in den Krieg geschickt worden. Eine Infanteriedivision ist die kleinste selbstständig operierende Einheit innerhalb der Armee. Sie wird dafür aus verschiedenen Waffengattungen gebildet. Ihr wird in der Regel für Vormarsch oder Verteidigung ein fest begrenzter Frontabschnitt zugeteilt, an dessen beiden Seiten jeweils eine andere Division eingesetzt ist. Ohne die Infanterie wären die schnellen Vorstöße der modernen Panzerarmeen sinnlos. Sie wären bald isoliert, würden ohne Nachschub an Treibstoff stecken bleiben und könnten selbst von Zivilisten vernichtet werden. Auch der moderne Krieg wird nur mit der Infanterie gewonnen oder verloren. An der Spitze der Division steht der Divisionskommandeur mit seinem Stab. Er kommandiert die drei Infanterieregimenter, ein Artillerieregiment mit vier Abteilungen, eine Panzerjägerabteilung, ein Pionierbataillon, eine Nachrichtenabteilung, einen umfangreichen Tross für die Versorgung und den Nachschub der kämpfenden Einheiten. Dazu kommen die Verwaltung, der Feldpostdienst und die Ärzte für die Soldaten und die Pferde. Die Trossfahrzeuge sind zum Teil Beutegut aus dem Frankreich-Feldzug. Was hier besonders auffällt, ist die Bedeutung der Pferde. Durch die Wochenschauberichte des Zweiten Weltkriegs ist ganz absichtlich der Eindruck geschaffen worden, dass die deutsche Armee nur mit modernen, technisch überlegenen Waffen ausgerüstet war. Die Aufgabe der Pferde und ihre Zahl sind verschwiegen worden. In Wahrheit sind 2,7 Millionen Warmblüter, Kaltblüter und Haflinger an allen Fronten eingesetzt gewesen. Fast doppelt so viel wie im Ersten Weltkrieg. Auch die Pferde der 384. Infanteriedivision werden unvorstellbaren Strapazen ausgesetzt werden. Und kein Pferd wird nach Deutschland zurückkehren. Einige der letzten werden in Stalingrad am Heiligabend 1942 geschlachtet und für die eingeschlossenen Soldaten zubereitet werden. Mit Gott für Führer, Volk und Vaterland. Feldgottesdienste sind Tradition in vielen Armeen der Welt. Vielleicht hat es dieser Armeegeistliche leichter als andere. Die Nazi-Propaganda hat den Russen mit Erfolg als kommunistischen Christenfeind verteufelt. Vielleicht glauben viele dieser Männer an ihre christliche Soldatenpflicht. Doch keiner weiß, was ihm bevorsteht. Schon ein Jahr später werden die meisten von ihnen tot sein.